Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gamsting mit dem Jackie Gamer Hallo, liebe Leute. und mit dem Ostrand TV. Hallöchen. So, Und wir gehen jetzt erstmal beim Schweizer am Feld gucken, weil das ist eine Überraschung. ich kann es mir schon überlegen. Er ist schrottreif. Ich weiß das. Ich Ich kann weiß mein nichts JCB. davon. Ich Also, wir haben kann. nur gesagt, das ändert irgendwas, aber wir haben nicht gesagt. Er zieht es ja zum ersten Mal. Ich kann mein JCB in die Mülltonne schmeißen. Nein, das sieht genau aus, oder? Wow. Er hat es noch nicht. Wow. Wow. Das hat sich nicht. Eieiei. Oh, Wir wollten eigentlich den Kanalbanner nehmen. Das Problem ist, AdStrip hat rumgebuggt und deshalb ging es nicht. Und dann musste ich dieses Schild einfach umschreiben. geil. Was sagst du jetzt dazu? Scheiße, willst du verkaufen? Das nicht geil. Ach komm, wir haben aber was gut gemacht. Ja. Das Ja, erste Mal. vielleicht das erste Mal, wir machen sie bis gut. Yes, schon ein guter Anfang. Perfekt, das machen wir jetzt jede Folge. Jetzt Ja, muss ich hier mein fliegen. Attraktor voller Schilder zugeklebt. Ja. Als nächstes der Weidemann von ihm. Ey, Fabi, in der Ja. Scheibe. In der Scheibe, dass er immer ein Ja. Schilder kommt. Das Nervige ist nur, da kannst du das den Stiel vom Schild nicht verstecken. Soll ich einen Tipp geben? Du müsstest eigentlich einen Flug drehen, was ich so. Habe ich auch Eigentlich. nicht gemacht. Warte, wo ist denn jetzt ein komischer Weidemann da? Wie heißt Da, der ja. Weidemann? Der heißt 17 Dings da. Dann Weil Flug den darf ich drehen. mir diese Folge mieten. Ja. Den darf ich mir diese Folge mieten. Oh, rosa Prügel, leck mich. Damit ich mal das Stroh ein bisschen in den Kuhstall fahren kann. Wir haben zwar keine Kühe, aber ich wollte es trotzdem schon mal reinfahren, damit wir schon mal versorgt haben. Geil. So ein Schild dran. Aber es ist nachts. Oh, noch geiler. Ich muss raustoppen. Noch geiler. Ich muss mein Lenkrad umstellen. Ah. Lenkrad, wieso stellst du dich selber ein? Willst du das erzählen mit deinem? Was? Willst du das erzählen mit deinem Dings? Ja, ja ich schon. So, sagen wir es mal so, liebe Leute. Ich bin heute Nachmittag. Ja, heute Nachmittag. Also heute Morgen bin ich losgefahren mit meinem Vater. Sein sozusagen Kran aufbauen auf sein Lieferwagen. Weil er sich ein neuer Lieferwagen gekauft hat, weil sein anderer, sein Alter, sein. Hat seinen Geist aufgegeben und so. So. Aber das ist nicht die Sache. Bin ich seinen Kran mit aufbauen gegangen. Und danach, für die Bestrebung unten, für die Gewindstangen reinzumachen, die Bestrebungen unten, mussten wir Vierkantrohr genau perfekt bohren. Und dann bohrt mein Vater. Und das ist eine Festbohrmaschine. Und ich halte so das Vierkantrohr in der Hand fest. Und danach, sagen wir es mal so, danach ist das Vierkantrohr so irgendwie gedreht. Und ich hatte noch meine Hand irgendwie, ja, sozusagen, auf dem Vierkantrohr. Und das hat sich eben schnell gedreht und mein Finger ist zwischen der scheiß Wand und zwischen der Vierkantrohr stecken. Und danach habe ich mir gesagt, komm on, ich gehe sicher nicht im Krankenhaus den Dreck. Und danach hat meine Freundin gesagt, du gehst. Danach sind wir irgendwie gegangen. Danach kam raus, dass mein Finger drei Mal gebrochen ist. An drei verschiedenen Stellen.
Und jetzt wird es leicht schwer, nur noch auf der rechten, also der rechte Zeigefinger. Besser gesagt. Und jetzt wird es leicht schwer mit der Maus betätigen. Ja. Sei froh, du bist krank geschrieben. Oder nicht? Nee. Never. Ich bin selbstständig, Junge. Ihr habt noch. Ach so, ich hab's euch noch nicht gesehen. Ich erkläre es euch privat. Private Sachen, Leute. Nicht zu viel. Nicht, dass wir es schon wieder rausschneiden müssen. Ich weiß ja. Sagen wir es mal so. Es wäre jetzt gerade nicht das Oberschlimme, das dürfte das jetzt nicht gerade erfahren. Ich will es jetzt einfach mal sagen. Sitzt ja. Wieso ist nicht hart? Weil wir nicht gespult haben. Von mir aus können wir kurz vorspulen. Ist eh nichts mehr auf den Feldern oder so, oder nicht? Ja, kannst du gerne machen, bitte. Mhm. Ja. 120. Mhm. Wird lang. 200. Oh, Speed! Leute. Es kommt langsam der Sonnenaufgang. Noch nicht. Oh, ich hab keine Lust mehr in der Nacht zu arbeiten. Oh Mann, das ist der größte Mist, Alter. Ich finde, in jedem Spiel ist die Nacht kacke, außer in GTA 5, finde ich. Ja. Also GTA 5 ist die Night. Nice. Mhm. Ich überleg's mir mal. Hast du bei deinem Schwein auch schon Stroh reingefahren, Schweizer? Nee, jawohl. Ja, Schweizer. Ich überleg's mir. Kannst du das runter machen, oder? Hab ich. Ich überleg's mir wirklich mal, GTA 5 auf dem PC zu holen. Ich überleg's mir. Hab's natürlich auf meiner Xbox One, Xbox 360 und PS3. Das heißt, sieht wirklich nice aus. Stimmt. Es verdeckt zwar JCB, aber sieht geil aus. Na, wir wollten halt wie gesagt zuerst mit AdStrip machen. Das Problem ist, AdStrip wirft nur Errors in die Konsole und macht das Bild komplett schwarz. Nee. Ich bin das erste Mal vielleicht wirklich das erste Mal geflasht von der Sache, wo ihr macht. Ohne mich. Da habt ihr euch schon vielleicht eine Belohnung. Ja, wir werden befördert. Wir bekommen mehr Kohle. Wir bekommen mehr Geld. Ah, jetzt müssen wir jetzt nicht für den Feministlohn arbeiten. Nein. Ah, was? Du sagst, wir bekommen 30 Euro in der Stunde? Weißt du was? Hier arbeitet ihr für euch selber. Okay, seid ihr beide Chef, aber ich hab's ja noch nicht ausgemacht. Wer ist Chef von euch? Das müsst ihr selber machen. Auf den nordfriesischen Marsch bin ich natürlich der Chef. Da sprechen wir nochmal über den Grund. Da bleibt bekommen wir 30 Euro. Da bleibt's bei 5. Nein. Du sagst, das ist schon eine Belohnung. Also. Ja, eine Belohnung, vielleicht 6 Euro pro Stunde. Nein. Hey, 8,50 ist Mindestlohn. Und außerdem nächstes Jahr soll der Mindestlohn auf 9 Euro. Junge, also. Ihr schafft schwarz, was will ich? Was? Wir machen gar nichts. Ihr schafft. Hilfe, ich hab keine von. Ihr schafft schwarz, also. Nein. Ja. Bist du gerade umgekippt beim Waldemann oder was? Nein, ich bin oben auf den Strohberg gefahren, fast quer runtergekommen. Ach schau, ich wollte gerade gucken kommen. Ja, ich fahre den so ein bisschen wie so ein bisschen von der Tür weg, dass es nicht mehr so da durchpackt. Wobei es schlauer wäre wahrscheinlich.
vorne von außen das zu holen, anstelle von innen. Ich schaufel das jetzt innen weg. Besser ist. Ja. Hui, riesiger Strohberg. Und der Weidemann hängt zur Hälfte drin. Das Witzige ist, der Weidemann. Wenn hat er jetzt Ölverlust, dann bezahlst du die ganze Reparatur. Moment, wir haben nicht mal den Ölmod drauf. Sie wollen mit mir über Lohn sprechen? Sie wollen danach nicht mal die Reparatur bezahlen von meinem Weidemann? Ja, wieso? Der sinkt da einfach nur in Stroh ein. Und du fährst damit Silo und so eine. Na gut, Silo bist du jetzt noch nicht, oder so. Ja, wobei, du hast einmal Silo schon damit leer geschaufelt, oder nicht? Ja. Da ging auch kein bisschen hinten. Nein. Aber ich hab leider die Schaufel also, nicht mehr. Das ist Allö-Schaufel eigentlich gewesen. Aber ich musste sie ja tauschen, weil irgendwie Allö da hier rumspackt. Keine Ahnung wieso. Auf der. Ach nee, ja, alles gut. Auf der Nord. Auf der Nord. Ich meinte jetzt eine andere Map, deswegen da sag ich noch nichts zu. Achso. Auf der Nord, riesige Marsch, da passiert gar nichts und wir haben sie, glaube ich, auch auf der Borscher See, oder bin ich jetzt falsch informiert? Okay. Nee, dann müssten wir. Was? Ich weiß es nicht. Dann müssten wir die aber auch haben. Ich glaube eben schon. Kann mich zwar täuschen, aber ich glaube eben schon. Ey, ich kann nächstes Mal pflügen kommen mit Weidemann. Ich habe ja die 3-Punkt-Ansätze. Ja, wir haben ja auch noch einen anderen Weidemann gefunden. Der hat auch ein Heckgewicht, theoretisch. Wobei ich nicht weiß, ob das so viel gebracht hat. Ob das so viel bringt, ne, aus rein? Von, aber von der Modding-Welt gibt's einen Weidemann. Ja, genau, den meinen wir. Und der kostet billiger und ist größer. Ich weiß, den meinte ich ja auch. Der hat ein Heckgewicht und alles, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob das Heckgewicht so viel ausmachen würde. Nein. Glaube ich nämlich auch nicht, weil das ist so winzig. Ja, es macht nicht viel aus, aber der Dings da selber ist ja größer als der, wo haben wir hier. Ja. Deshalb kann er schon, selbst wegen dem kann er, wegen seinem Eigengewicht kann er mehr geben. Ja. Der war niemals im Flug. Schafft selbst der hier ohne. Na, nee, ohne Umkippen nicht. Ja, er schafft. Er schafft, wenn machst du die Dingsrichtung richtig, schafft das Knappe. Und deshalb, also er schafft es nicht gerade, also der ganze Flug mag er nicht heben. Nein, das stimmt. Aber auf jeden Fall, der von der Modding-Welt sollte es können. Wow, elegant Motor gewählt. Hallo, Kollege, nicht der runterrollen, das ist verboten. Okay. Hast du den Deutsch? Ja, das war so nervig. Ich war noch im Rückwärtsgang rein, trotzdem fällt noch vorwärts. Das Schöne ist, der, den du meinst von der Modding-Welt, der hat sogar Dynamic Hoses. Ja, ich weiß, der hat sogar... Aber der rutscht ziemlich. Ja, aber der hat sogar spezielle Kamera. Dann bist du in der Innenperspektive. Ich weiß, aber der hat halt, der rutscht ziemlich. Oder nicht aus dran? Ja, mit More Realistic, klar. Aber More Realistic ist der größte Publisher. Ja gut, deiner hier vor dem großen Dreiachserhänger von uns, der rutscht auch ziemlich. Also den Dreiachser kriegen wir mit nicht gezogen. Schade, ich wollte das mit Weidemann machen. Ja, ja. Mit dem Dings kannst du den auch nicht ziehen, glaube ich, mit dem... Mit dem Monimog. Ich glaube, ich habe letzte Mal ausprobiert. Mit dem Unimog ja, kannst du... schon ziemlich. Kannst du den Hänger nicht... Der rutscht einfach ziemlich. Hey, der Anhänger. Nee, der Unimog, der rutscht so. Na, ich sag dir schon Unimog. Der wird ziemlich. Ja, der Unimog wird aber auch ziemlich gedrückt. Weil ich hab auf der Stampenbach der Unimog gehabt mit dem IT Runner plus. Ja, aber der ist ja nicht so groß. Plus 50.000 Liter Wasser, Junge. Und da passiert gar nichts.
Junge, da kommt nicht auf den Fleck, Alter. Ich weiß nicht, was habt. Dann habt ihr wieder. Abi. Ich hab nichts gemacht, nein. Nein. Ich hab den nur wieder umgeändert ohne Chiptune, mehr nicht. Da hat schon wieder was getätigt. Oder habe ich Chiptune sogar drin gelassen und gar nichts geändert? Gucken wir kurz nach, ne? Ne, der ist ja bei LKWs. So, und es gibt keinen Chip. Nein, Chiptune habe ich einfach nur wieder rausgenommen, mehr nicht. So, dann fahren wir dem lieben JG den Weidemann wieder hoch. Ah, was weckt denn das gerade festgelegt? Alter, das ganze Feld ohne GPS, ich raste aus. Ich glück auch gerade, das ist gerade alles ohne GPS. Ich hasse Fliegen ohne GPS. Aber auf dem Feld muss es denn. Ich wollte, dass ich hier helfen komme gleich. Ich muss noch eine Bahn sein, damit ich fertig. Aha, ja, wieder Helfer. Alter, ich glaub's nicht, Junge. Mach auf. Probier jetzt nochmal. Funktioniert? Ja. Junge! Wo fährst du denn hin? Du hast die AI Vehicle Extension drauf. Ja, klar. Ja, und die sucht sich jetzt ihren Weg. Fick der dich. Macht wahrscheinlich jetzt. Du hast wahrscheinlich Vorgewände eingestellt. Das kann sein. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schaut bei den anderen beiden vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ich möchte noch. Ich möchte noch was sagen. Ich danke mal den zwei Volldeppen für das, was habt ihr gemacht. Danke viel mal. Ich find's schick, an einem JCB Nein Logo zu stehen. Nice. Dankeschön. Danke. Kein Problem. Dann gut, tschüss, dann Leute. Dann war's doch jetzt. Tschüss. Ciao.